Ich bin der Wildfritz, bin selbstständiger Sprengler, schon seit 20 Jahren. Wir sind jetzt in Zierl in Tirol da, bei mir daheim, und wir haben uns entschieden für ein Prefer Solardach, integriert in die Dachfläche, hauptsächlich optisch, und es ist ein neues System mit sehr langer Lebensdauer. Im Prinzip war das eigentlich die Premiere. Das war das erste Solardach in Österreich, was von der Prefer gemacht worden ist. Und darum sind jetzt die ganzen Spenglerkollegen und Techniker gekommen, dass sich das anschauen, wie das funktioniert. Prefer Solar ist im Prinzip eine Photovoltaikplatte, die was mit unserer R16-Platte oder mit unserer FX12-Platte verbunden ist. Das heißt, es ist komplett in das Dach integriert und somit optisch natürlich hervorragend geeignet. Die Leerverlegung war sehr erfolgreich. Die Spengler waren eigentlich begeistert von dem Produkt selber, wie einfach das zum Verlegen ist, wie einfach das eigentlich so anzubinden ist mit unserer R16-Platte oder FX12-Platte, weil es eigentlich ja gleich zum Verlegen ist, weil man lediglich nur die Stecker oben wieder verbinden muss. Die Spenglerei Wildfritz in Zierl kriegt 10,5 kW Leistung auf dem Dach mit der R16 eingedeckt. Dazu braucht man eben 17 Grad Dachneigung und das erfüllt das Objekt vollkommen. Die Vorteile sind natürlich auch unter anderem die Verlegung über den Spengler. Das ist alles aus einer Hand im Endeffekt. Wir haben von der Schneelast, dass es bricht oder so, keine Probleme gegenüber anderen Herstellern. Natürlich kann man, wenn jetzt Beschädigungen sind, kann man die ohne weiteres tauschen. Bevor so ein Projekt zustande kommt, wird das Ganze einmal ausgelegt von der Anwendungstechnik von uns. Es gibt dann einen Plan dazu, wie viele Stränge haben wir, wo kommen die Platten hin, die ganzen Kabellängen, das wird alles vorkonfektioniert. Man braucht lediglich am Schluss einen Elektriker, wenn man mit den ganzen Dicken fertig ist, wo die Kabel jetzt zum Beispiel in den Dachboden hineingeführt wird. Ob dann übernimmt der Elektriker bis zum Wechselrichter und nimmt das ganze System auch ab. Das wird eigentlich alles mit dem Spengler davor besprochen. Es werden die ganzen Leitungswege mit dem Spengler besprochen, der verlegt dann die ganzen Leitungen. Und ab dann ist eigentlich bei Gebäudeeintritt, ist nachher eigentlich unser Baut. Wir verlegen das nachher zum Überspannungsableiter, fahren dann weiter zum Wechselrichter. Und ab da ist noch praktisch wirklich die Übergabestelle ins Gebäudenetz, wo noch praktisch der Strom einfach überall verbraucht werden kann. Ich habe eine App installiert. Ich kann das super kontrollieren, wie viel sie genau bringt. Ich kann auch schauen, wie viel sie im Monat bringt. Also ich würde eigentlich sagen, es ist ein super Gewinn und es funktioniert bis jetzt tadellos.